Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier bei JFD Brokers. Ein herzliches Willkommen auch von mir, der hier gerade wieder redet, nämlich Stefan Friedrichowski. Heute, ja, was haben wir denn heute? Den 7. März 2018, 19 Uhr. Jetzt bin ich wieder ganz gewohnte Stunde, ganz gewohnter Wochentag für das deutsche Webinar. Übrigens, diese Webinare gibt es immer zweimal, also immer einmal Deutsch und dann am darauffolgenden Tag, selbe Uhrzeit, dann auch nochmal in Englisch, damit auch da wir möglichst allen ermöglichen, an diesen Themen teilhaben zu können. Haben mittlerweile auch einiges in nochmal anderen Sprachen, was mich wirklich sehr, sehr freut, in Französisch, in Italienisch, in Tschechisch. Also für alle was dabei, aber jetzt bleibe ich natürlich erstmal bei der deutschen Sprache und ich vertue mich auch nicht, wie mir da auch schon mal passiert ist, dann plötzlich einfach hier wieder Englisch zu reden, obwohl es ja das deutsche Webinar ist. Ja, das Thema von heute, eine rein statistisch abgeleitete Trading-Strategie. Und ich muss gleich dabei sagen, ich freue mich, dass auch trotz dieses Titels so viele den Weg hierhin gefunden haben. Wir haben übrigens auch unser Limit hochgesetzt, hatten bisher immer 100, jetzt sind wir bei 500. Also, kein Problem für noch mehr Teilnehmer. Ja, statistisch abgeleitete Trading-Strategie. Es tauchen heute ein paar Elemente auf, die wir auch in vergangenen Webinaren schon hatten. Nur, ja, heute ist es so, dass wir eigentlich, ich mache noch nicht mal einen Backtest und schließlich und endlich kommt nachher eine Strategie raus. Und kleine Anekdote dazu. Also das Ganze ist einfach ja an meinem Lieblingsort entstanden und mein Lieblingsort zu Hause ist meine Hängematte. Und in dieser Hängematte ist tatsächlich dann die Strategie entstanden, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Rechnung dazu. Also das schon mal gleich so vorweg gesagt. Also wir gucken nachher hier auf diesen Zettel. Dieser Zettel hier ist wichtig. Der taucht auch in den Folien auf. Ich habe ihn gleich mal mit reingepackt. Aber den brauchen wir erst später, weil da ist noch eine Rechnung drauf, die wir auch brauchen. Also es ist in der Tat heute ein bisschen mathe-lastig. Das muss ich gleich gestehen. Ich hoffe, das schreckt jetzt nicht jeden ab. Aber es soll einfach mal wieder wie immer der Methodik auch dienen. Ihr wisst, wenn ich über Trading-Strategien rede, sage ich nicht einfach, so ist es, nimmt den EMA 38 und werdet glücklich. Nee, es wie immer ist die für mich immer wichtig, auch zu sagen, wie Sachen entstehen. Ja, und heute brauchen wir dazu halt mal einen Zettel. Und dieser Zettel ist, wie gesagt, in der Hängematte entstanden. Grüße auch schon mal nochmal an all die, die mir immer direkt auch nochmal im Chat schreiben. Aber natürlich wisst ihr, gerne auch natürlich für weitere Fragen benutzen. Und die wichtigste Person für morgen ist auch heute hier schon wieder anwesend, nämlich Draghi persönlich ist auch wieder da. Da muss ich immer wieder drüber schmunzeln. Der sich jetzt angesprochen fühlt, weiß natürlich, wen ich genau meine. Aber wir haben halt einen Teilnehmer, der heißt so, Draghi. Na, morgen ist EZB Zinsentscheid. Mal schauen, was da so alles passiert. Gut. Wie immer gilt, Webinar wird aufgezeichnet, werde ich oft gefragt, wo finde ich es? Einfach bei Google JFD YouTube-Channel eintippen, landet er automatisch da und findet die Aufzeichnung dann so ungefähr immer ab morgen 10 Uhr. Und das letzte nochmal eben hier, ja, die Folien, die ich heute zeige, die könnt ihr bereits auch schon runterladen. Die sind da in diesem GoTo-Webinar-Control-Panel mit drin. Und da hat beim Zweifelsfall auch die Folien. Ansonsten, ich zeige auch wieder ein paar Excel-Sheets heute. Einfach kurze E-Mail hier unten s.friedrichowski@jfdbrokers.com und dann stelle ich sicher, dass ihr natürlich auch die entsprechenden Excel-Sheets bekommt. Letzte Vorbemerkung, wie immer, der Risk-Disclaimer. Wir reden mal wieder über Trading-Strategien hier und da gilt es natürlich, da immer mal einmal darauf hinzuweisen. Das soll natürlich hier auch geschehen. Also schließlich und endlich, egal was ich erzähle hier, wenn ihr tradet, tradet ihr natürlich auf euer eigenes Risiko, eigene Verantwortung. Logisch. Also, das wie immer auch einmal gesagt. Was machen wir heute genauer? Statistisch abgeleitete Trading-Idee, Trading-Strategie.
Ich will, damit ich vielleicht noch den einen oder anderen gleich noch schnell noch einfangen kann, zur Motivation gleich erstmal auch kurz die Equity-Kurve zeigen von den letzten 2 Wochen. Weil seitdem ich die halt auf besagter Hängematte entwickelt habe, danach noch kurz was für den EA gemacht und dann, ja, dann läuft sie. Da gibt es natürlich schon was zu sehen. Und wie wir traden, ja, wir machen hier nochmal sowas, das hatten wir mal in einem Webinar. Ich gehe tatsächlich nachher Long und Short simultan im selben Underlying. Klingt immer wieder verrückt. Und als ich das erste Mal überhaupt mal sowas angedacht habe, habe ich auch gedacht, naja, Stefan, was machst du jetzt? Aber man sieht, es kommt doch was Positives bei raus. Und wie das geht und was man dann genau tut und vor allen Dingen, wie man dann die gültigen Parameter kommt, das machen wir dann tatsächlich rein mathematisch. Also ich mach das jetzt nicht aus so einer Optimierung, Backtest und drehe dann an meinen Zahlen und sonst was. Nö. Ich berechne sie einfach. Und also berechnen heißt insbesondere nachher, wo liegt der Take Profit? Wo, das ist halt relevant für die Strategie, wo kaufen wir nach? Und ja, und im Wesentlichen leiten wir hier alles ab aus dieser Kurve, und die hatten wir schon mal hier im Webinar. Wie läuft der Kurs nach X Minuten? Typischerweise. Das heißt, diese Frage, hey, wenn ich jetzt Euro, US-Dollar 1,23, ich habe keine Ahnung, wo der wirklich steht, wie weit läuft der in einer Minute, in 5 Minuten? In einer Stunde, in einem Tag? Natürlich beantworte ich jetzt nicht die Frage Vorzeichen. Da denkt man natürlich immer, oh Gott, ohne Vorzeichen, wie soll ich dann meinen Trade aufgeben? Ist für uns noch nicht ganz relevant, weil wir nachher Long Short simultan machen. Aber wir brauchen diese Geschwindigkeit. Also wie bewegt der sich? Und interessanterweise können wir daraus dann den einen Parameter, nämlich Gewinn, wo setzen wir unseren Take Profit? Und naja, und dann, braucht man noch schließlich und endlich diese Variante, da wir ja nicht jeder Trade läuft für uns, klar. Wir gerade wenn wir Long und Short Trade simultan gehen, kann nur einer nach kurzen Momenten im Plus sein. Also in der Stunde 0, also in der Minute, Sekunde 0, sind natürlich sogar beide im Minus, weil beide haben den Spread bezahlt, beide haben jeweils Kommission bezahlt. Aber nach kurzer Zeit ist wahrscheinlich einer im Plus. Jetzt müssen wir natürlich mit dem anderen, dem Verlusttrade, natürlich auch umgehen. Und das machen wir wieder so gridartig, wo wir auch nachkaufen. Aber dann ist natürlich die Frage, und wo? Naja, und schließlich brauchen wir wie immer einen Stop-Loss. Und dann will ich das Ganze natürlich auch nochmal wieder live zeigen, wie das dann aussieht, weil daraus kann man auch nochmal ein bisschen was über die Strategie lernen und sehen. Gut, zunächst mal Equity. 14 Tage ist sie mittlerweile. Konto ist, das Bild habe ich irgendwann heute Morgen gemacht. 10:12 Uhr. Genau. Kann man sich nachher mal merken, die Zahl. Hat jetzt bisher, Kontostand ist um 832,54 € hochgegangen. Wir können nachher mal gucken, wo er denn jetzt steht. Sehen wir nachher natürlich live. Das heißt, dieses Ding hat in ziemlich kurzer Zeit, nämlich in 14 Tagen, 800 € gemacht. Oder um das mal gleich in Prozenten hier auszudrücken, da unten steht so eine Zahl, monatliches Wachstum 1,8%. Wundert euch übrigens gerade nicht, dass man die Zahlen gerade so schlecht lesen kann. Die sind bei mir genauso schlecht zu lesen. Das liegt daran, weil ich das Bild gemacht habe, also als Screenshot, und dann hier eingefügt habe. Und dazu musste ich es ein bisschen kleiner machen. Und naja, und dann sieht es halt schon mal so aus. Ihr seht, ein Haufen Underlyings werden getradet. Equity geht ziemlich stur nach oben, weil so einen richtigen Peak nach unten gab es hier bisher noch gar nicht. Und ja, das ist das, was passiert. Was man natürlich auch sieht, ich will es nicht verheimlichen. Achtet mal hier unten auf die Zahl. Trades pro Tag ist natürlich schon eine Hausnummer. 341. Also das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Es ist zugegebenerweise in der Form, wie ich es jetzt hier betreibe, schon etwas, was man eher mit einem EA natürlich machen kann und sollte. Aber mir geht es wieder um die Methodik. Und da ich weiß, dass da auch immer wieder großes Interesse dran ist, dann genau dafür bekomme ich auch immer guten Zuspruch, Methodiken aufzuzeigen. Also man nicht schockiert sein. Ein Haufen Trades sind Hupser, sind jetzt hier auch noch sehr dabei. Der Ton ist schlecht, kriege ich gerade gemeldet.
Na gut, zum einen ist vielleicht meine Stimme nicht so die allerbeste. Die ist immer noch so leicht angeschlagen. Aber ich hoffe, es ist hoffentlich nicht bei allen so. Normalerweise mit Headset und allem sollte das ja eigentlich alles funktionieren. Also, ich hoffe mal. Nee, also die anderen Rückmeldungen sind positiv. Also im Zweifelsfall nochmal einmal neu einwählen. Vielleicht ist dann alles anders. Aber schauen wir mal. Hier hat schon jemand auch gerade einen Kommentar gemacht zu meinen 341 Trades pro Tag. Der ist absolut berechtigt. Ich lese ihn auch gerne vor. Da verdient JFD kräftig mit. Ja, korrekt. Da JFD nun mal ein reiner sogenannter STP-Broker ist, also einer, der wirklich jede Order durchreicht, verdient JFD ausschließlich an der Commission. Und in der Tat, da würde dann auch ein Broker schön mit verdienen. Ist natürlich richtig. Okay, Ton hakt, nicht die Stimme. Also es gibt noch ein paar andere, wo es tatsächlich auch ein Problem gibt. Das wundert mich sehr, weil internetlastig sieht das hier auch alles vernünftig aus. Also, ich hoffe, es passiert hier gerade nicht irgendwo im Hintergrund bei mir einen Download. Das könnte sonst noch der Grund sein. Ich hoffe, die Situation wird besser. Einen Moment, aber ich werde mal einmal kurz mich auf Stumm stellen und mal eben kurz was noch regeln. Okay, da bin ich wieder zurück. Ich wollte nur mal sicherstellen, dass das nicht hier im Haushalt gerade noch woanders ein kräftiger Download passiert. Na gut, einer hat sich neu eingewählt, da ist der Ton besser, beim jemand anderem nicht. Klingt das andere, was mir noch gesagt wird, es klingt, als ob mein Rechner ausgelastet ist. Nee, ist er nicht. Im Zweifelsfall ganz klein, könnt auch ihr sogar die Zahl sehen. Der steht gerade bei 18%. Deswegen habe ich selber auch schon auf die Sachen geguckt. Also, müssen wir irgendwie durch. Ich hoffe, dass zumindest dann die Aufzeichnung auch noch sauberer ist. Gut, also so viel nur mal zur Motivation. Hier ist einiges zu holen. Die Grundidee. Ich wiederhole noch mal ein bisschen. Also, wir gehen in Trade Long und Short simultan ein, auf demselben Underline. Das klingt immer nur wirklich völlig, völlig verrückt, das weiß ich. Wenn man sowas macht, ist natürlich die erste Frage, wo soll der Take-Profit liegen? Also, und die Grundidee hier bei der Strategie, so wird es auch selbst mathematisch nachher rauskommen, dass wir den Take-Profit sehr, sehr schnell erreichen wollen. Das habe ich zwar schon so hier hingeschrieben und auch so erwartet, aber in Wahrheit berechne ich das nachher. Und dann kommt halt raus, Take-Profit wird sehr schnell erreicht. Also kommt, wir setzen den Take-Profit-Level sehr eng. Wo? Wie gesagt, werden wir mathematisch machen. Okay. Scheint übrigens mit dem Ton vielleicht auch von Regionen abzuhängen, weil ich kriege Regionsmeldungen, die positiv sind und welche, die negativ sind. Also wo Regionen gut funktionieren und wo Regionen nicht gut funktionieren. Also ziemlich verrückt. Vielleicht ist mal wieder im allgemeinen Internet der Wurm drin. Hoffen wir mal nicht. Wenn man jetzt aber so ein Trade ins Minus läuft, dann, das nenne ich auch nachher immer eine Trade-Sequenz. Und zwar Long und Short ist eine eigene Sequenz. Die werden völlig unabhängig voneinander betrachtet. Wenn eine Position ins Minus läuft, dann kaufen wir nach. Wir müssen natürlich die Frage stellen, wann? Was ich hier in dieser Strategie mache, jeden Trade, den ich eingehe, eröffne ich immer mit 0,02 Lot. Das hat ein bisschen einen kleinen Hintergrund. Jetzt ist es nämlich so, dass JFD die Kommission von einem Lot bei 5,50 € hat. Ja, außer beim Mini-Lot. Also genau, wenn man 0,01 Lot handelt, dann ist sie nämlich bezogen auf den einzelnen Trade 0,06 €, also 6 Cent. Also nicht wirklich 5,5 Cent. Liegt halt an den Kommazahlen. Deswegen mache ich hier nachher alle Trades immer mit 0,02 Lot, damit das sozusagen auf der Kommissionsseite für mich am besten liegt. Gut. So gehen wir vor. Jetzt wollen wir allerdings die Idee
Ableiten. Oh, sorry, ich muss mal jetzt, ich habe gerade wieder zu viel hier gelesen über die noch Tonhinweise, wo und wie es gut und schlecht ist. Also Hessen war die letzte Meldung. Osthessen ist gut, Stuttgart auch. Also so kam es hier gerade rein. Also nochmal, muss ich meinen Gedanken wieder sozusagen sortieren. Also wir gehen in den Trade, Long und Short ein und wollen relativ schnell auch aus dem Trade wieder raus. Die erste Frage ist, wo setzt man den Trade Profit? Und um in die Richtung zu gucken, machen wir zunächst einen kleinen statistischen Exkurs. Und zwar mit der Frage, wie weit läuft eigentlich so ein Kurs nach x Minuten? Ich gehe gleich nochmal in den Chart rein, damit das wirklich genau klar wird, was ich denn hier eigentlich gemacht habe, weil kann die Rechnung nicht vormachen, weil wir machen das nämlich hier mit historischen M5-Daten und da nehme ich mir glatt 14 Jahre Kursdaten, was übrigens so roundabout 1 Million Kerzen sind, aus denen wir diese Statistik einfach mal eben dann berechnen. Und wenn ich jetzt frage, wie weit läuft der Kurs nach x Minuten, stellen wir uns einfach so vor, ich mache mal einen Chart auf, dann wird das hier ein bisschen deutlicher. Lass mich einfach hier irgendeinen Chart mal kurz ein bisschen größer machen. Übrigens, was ihr hier gerade seht, nur zur Information, ist das, was wir in 2 Wochen machen. Der JFD Basket Investor. Das ist genau das Konto mit seinen Trades. Also können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Da seht ihr, wo die ganzen Positionen sind und wo die einzelnen gerade stehen. Aber das ist Thema für in 2 Wochen. Also, ich habe gesagt, ich starte auf M5. Gut, jetzt habe ich hier einen M5-Chart. Was mache ich jetzt? Ich zoome hier nochmal ein bisschen, dann kann ich das leichter erklären. Ich stelle mich einfach an irgendeinen Close-Kurs, wie jetzt an diese Stelle, wo ich jetzt gerade mit meiner Maus bin. Ja, und da ich ja in der Vergangenheit bin, kann ich ja in die Zukunft gucken. Jetzt frage ich einfach, wie weit ist der Kurs in Prozenten nach 5 Minuten gelaufen? Okay, das wäre der Close-Kurs von dieser roten Kerze. Berechne ich die prozentuale Änderung. Dann weiß ich, wie weit ist der nach 5 Minuten gelaufen. Und ich bilde übrigens immer den Absolutwert, weil mich interessiert jetzt erstmal nur die Bewegung an sich, nicht die Richtung. Dann frage ich nach 10 Minuten. Aha, bis hierhin. Nach 15 Minuten wäre er hier. Nach 20 Minuten wäre er hier. Und so weiter. Na, ihr seht schon, was ich jetzt mache, mache ich in Wahrheit nachher auf so einer anderen Skala. Nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach 20, nach 40, 80 und so weiter. Ich frage einfach, wie weit läuft der Kurs? Und natürlich ist es so, dass je mehr Zeit ich dem gebe, desto weiter läuft er nachher auch im Schnitt. Aber wir werden sehen, die Kurve flacht ab. Die Kurve flacht ab. Das hatten wir schon mal. Das haben wir schon mal ausgenutzt für eine andere Strategie. Wir müssen aber halt diesen Mittelwert bilden. Und ich mache das natürlich nicht nur für diesen Aufpunkt, sondern natürlich für diesen, für diesen, für diesen, für diesen, für diesen. Also für, wie gesagt, die 1 Million Kerzen der letzten 14 Jahre. Und dann mittel ich einfach. Ich mittel einfach alle Bewegungen nach 5 Minuten, alle Bewegungen nach 10 Minuten, alle Bewegungen nach 20 Minuten und, und. Und dann kriegen wir die typische Bewegung nach x Minuten. Und das ist genau die Fragestellung, die wir erstmal brauchen, damit wir wissen, wie schnell läuft der denn nun so typischerweise? Und dann natürlich die Frage, auf welchem Underlying? So, um die Frage nochmal hier zu beantworten, habe ich hier erstmal die Zahlen alle zusammengefasst. Ich zoome nochmal ganz kurz ein bisschen hoch, damit ich hier, bevor wir in die Daten gucken. Ihr seht, ich habe hier einen Haufen Underlyings untersucht, und zwar 28 Forex-Paare und darüber hinaus dann auch noch Gold. Und was hier so komisch als GRX EUR daherkommt, ist in Wahrheit der DAX. Das liegt an der Kursdatenquelle, bei denen heißt der so. Und das ist in Wahrheit der DAX. Weil ich nachher alles noch umrechnen muss, gibt es hier noch so eine Exchange Rate. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und dann sieht man, habe ich hier so Spalten. Nach 5 Minuten Percentage Change. Das ist also die mittlere Kursbewegung. Und naja, da Zahlen, Kolonnen immer wahnsinnig langweilig sind, gucken wir uns das lieber grafisch an. Und dann sind wir bei diesem Bild, und das hatten wir schon mal. Das ist die mittlere Kursbewegung nach x Minuten. Die X-Achse hier unten sind Minuten.
Und die Y-Achse sind Prozent. Also nach 10.000 Minuten ist die oberste Kurve hier ist der DAX typischerweise etwas mehr als 3,5% gelaufen. Was man hier sieht, ist ein Verhalten, mathematisch gesprochen, es sieht wurzelförmig aus. Hier unten gibt es auch schon mal eine so eine kleine Formel, die kann man jetzt kaum noch erkennen. Irgendeinen habe ich hier auch mal angefittet. Den habe ich noch sozusagen frei angefittet. Ich schiebe die mal eben wieder hier oben hin und dann kommt auch gleich das Bild wieder zurück. Und dann sieht man, aha, es gibt einen Faktor und dann x hoch 0,52. Das ist nah an der Wurzel. Und übrigens, Nebenbemerkung gönne ich mir hier immer wieder. Ist es genau eine Wurzel, dann ist es ein Hinweis darauf, dass sich Börsenkurse verhalten wie Random Walk. Und wenn es komplett random walk wäre, hätten wir hier ein ernstes Problem mit unserem Traden, weil das ist dann Statistik pur und Statistik kann man nicht austricksen. Sei es drum. Es ist nicht genau random walk. Wir haben leichte Abweichungen. Aber das Wichtige ist, wir haben hier so ein wurzelförmiges Verhalten für die Bewegung. Und dann fällt natürlich noch auf, mein Gott, die Underlying sehen ja ganz schön verschieden aus. Also hier am weitesten läuft der DAX. Am zweitweitesten übrigens Gold. Und am drittweitesten, wenn man das mal so sagen darf überhaupt, wäre das dann hier neuseeländischer Dollar, japanischer Yen. Da kommen insbesondere gerne so auch die ganzen Yen-Beteiligungen laufen relativ weit, also schnell. Und da merkt man, das könnte vielleicht für die Strategie schon gut sein, weil der sich ja hier schnell bewegt, und denken wir mal an einen konstanten Take-Profit, also wir handeln immer die gleichen Lotzahlen und so weiter, der sich schnell bewegt, würde dann auch schnell meinen Take-Profit erreichen. Klingt schon mal vielversprechend. Wir müssen nachher noch ein bisschen mehr hieraus ableiten, aber das ist noch nicht alles. Also wir sehen erstmal, wie der Kurs läuft. Es gilt übrigens, es ist für alle nahezu wurzelförmig, ziemlich genau. Also immer so ein bisschen leichte Abweichung. Und wir sehen auch übrigens, wer der langweiligste hier von allen ist. Der langweiligste von allen, also der sich am schlechtesten bewegt, ist Euro, Schweizer Franken. Der ist hier so ganz unten. Und dann kommen hier so langsam so australischer Dollar, neuseeländischer Dollar und sowas. Was wir immer wieder, mich verblüfft das jedes Mal, wenn ich das sehe, dass hier in dieser Liste ganz weit oben auch Euro britisches Pfund steht. Also ist es tatsächlich ein ziemlich langweiliges Währungspaar. Also langweilig im Sinne von, es bewegt sich nicht. Also da ist nicht viel drin an Movements. Gut. Kommt nochmal ein Hinweis, nehme ich gerne nochmal auf. Muss ich hier nicht noch die allgemeine Volatilität berücksichtigen, weil wir ja nun mal zum Beispiel während der Finanzkrise besonders hohe Schwankungen hatten. Könnte man machen, dann würde man das irgendwie auf so eine Art ATR oder so normieren. Ändert nicht ganz so viel an den Gesamtaussagen. Ich mache jetzt einfach hier mir das Leben mal eben einfach und sage, ich habe jetzt einfach den Mittelwert über die letzten 14 Jahre gebildet. Dann ist natürlich sowohl langweilige Phasen drin, wo weniger sich tut, aber natürlich ist auch die Finanzkrise drin, wo dann temporär war durchaus einige Monate, mal erhebliche Wohler. Also wäre dann nochmal eine Verfeinerung. Nächster Hinweis, muss man nicht die Kosten in Prozent mit berücksichtigen? Ja, das schon, danke für den Hinweis. Da kommen wir jetzt sozusagen fast als nächstes drauf. Also wir halten mal einen Moment fest, wir haben welche, die besonders schnell laufen und wir haben welche, die ein bisschen langsamer laufen. Gut. Das andere nehme ich auch gleich wieder auf. Alles, was noch mit den Kosten zu tun hat, kommt jetzt sozusagen gleich. So, jetzt kommt aber eine Rechnung, die erste, die wir machen müssen. Wir wissen jetzt, ich ziehe das Bild gleich gerade, keine Sorge, nur so rum. Ihr braucht jetzt nicht euch alle hinlegen, um auf den Monitor zu gucken. Ich hole schon mal das Bild, keine Sorge. Das ist halt besagtes Bild, während ich das Ganze mal gerechnet habe auf besagter Hängematte. Gut, schieben wir es einfach mal eben hier rüber. Wir wissen jetzt aktuell,
dass unsere Kursbewegung so wurzelförmig verläuft. Deswegen steht hier A, also es hat wie so ein Vorfaktor, mal Wurzel t. Also die Zeit. Prima. Wenn ich aber jetzt für über einen Trade rede, muss ich natürlich mindestens meine Gebühren abziehen. Und mit Gebühren meine ich jetzt allerdings gleich zwei Sachen. Da meine ich sowohl die Kommission als auch natürlich den Spread. Weil die muss ich ja immer als erstes verdienen. Das heißt, wenn ich jetzt aus den Kurven, die ich gerade gemacht habe, sowas mache wie Trade läuft zur Stunde T gleich 0, also zur Eröffnung des Trades, bin ich natürlich instantan, wie ich schon vorhin sagte, erstmal im Minus. Und zwar genau um die Gebühren. Die sind unterschiedlich, insofern, Kommission ist zwar bei allen gleich, außer halt beim DAX, aber müssen wir anders rechnen, aber natürlich bezahlen wir bei allen den Spread. Der ist unterschiedlich. Werden wir natürlich auch gleich berücksichtigen. Gut. Wenn das sowas ist, also diese Gleichung, die da steht, jetzt P&L von T, also Profit and Loss, soll nichts anderes zum Ausdruck bringen wie: Das ist jetzt mein Profit aus dem Trade. Immer wohlgemerkt, der läuft jetzt in die richtige Richtung. Also die Bewegung startet und ich bin tatsächlich in die richtige Richtung unterwegs. Dann wäre diese Formel, a mal Wurzel t minus g, also minus die Gebühren, wäre genau der Profit, den ich nach einer endlichen Zeit habe. Wohlgemerkt, wenn ich auf der richtigen Seite unterwegs bin. Was das allerdings auch bedeutet: Wenn jetzt der Trade läuft und er läuft und er läuft, oh, nee, dann kann ich nach endlicher Zeit wird mein Zugewinn immer kleiner, also meine Geschwindigkeit nimmt ab. Das weiß ich auch, weil das halt typischerweise Wurzel T-mäßig hier ist. Gut, wenn wir das jetzt beides wissen und wir wissen, wie wir hier unseren Profit nach Zeit berechnen, können wir die nächste Frage stellen. Hey, wenn ich jetzt nach einer bestimmten Zeit T0 meinen Trade beende, dann habe ich einen Gewinn. Jetzt kann ich aber dann ja einen neuen Trade eröffnen. Und deswegen kann ich jetzt Folgendes schreiben. Mein Profit am Tag ist jetzt die Anzahl der Minuten am Tag, wenn ich alle Zeiten in Minuten rechne. Also 1440, so viele Minuten haben wir nochmal am Tag, dividiert durch dieses T0, also wenn jeder Trade immer genau, meinetwegen, da 5,3 Minuten dauert, dann ist das ja 1440 dividiert durch diese 5,3 Minuten, das ist ja dann die Anzahl der Trades, die ich an dem Tag durchgeführt habe. Wenn ich das dann mit dem Profit eines einzelnen Trades multipliziere, habe ich hier nichts anderes stehen als den Gewinn pro Tag. Wow. Okay. Jetzt fallen wahrscheinlich einige schon um. Was mache ich denn jetzt hier als nächstes? Jetzt kommt Schulmathematik. Ich fasse aber nochmal kurz zusammen. Wir wissen, wie der Profit sich mit der Zeit entwickelt, wenn wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Unter Berücksichtigung der Gebühren. Da drin verstecken sich Spread und Kommission. Das ergibt mir eine typische Trade-Dauer. Und wenn ich jetzt frage, wie viele Trades kann ich dann pro Tag machen, dann ist es sozusagen 1440 durch diese Trade-Dauer. Multipliziert mit dem Profit eines einzelnen Trades ergibt genau das. Ja gut, also kann ich die Formel von hier oben hier einsetzen. Dann habe ich schließlich und endlich hier den Profit pro Tag. Also diese Zahl einmal wird hier durch Wurzel t dividiert und da unten steht nochmal dividiert durch t0. Naja, und jetzt erinnern wir uns mal an das, was wir mal vor langer Zeit in der Schule gelernt haben. Wir haben hier eine Funktion, die mir den Profit pro Tag ermittelt. Immer wohlgemerkt mit der Nebenbedingung, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Und was wollen wir, wie immer an der Börse? Wir wollen unseren Profit maximieren. Wie bestimmt man das Maximum einer Funktion? Man bildet die erste Ableitung und setzt sie gleich 0. Ich hoffe, jetzt fallen gleich hier nicht alle vom Hocker. Nein, fällt keiner vom Hocker. Gut.
Ich werde leider gefragt, zeige ich das nochmal im Chart? Ja, ich zeige es auch im Chart noch. Aber mir geht es darum, dass ihr auch die Methode dahinter lernt, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Wir wollen den Profit maximieren. Also brauchen wir das Maximum. Das kürzen wir jetzt ein bisschen ab. Also Ableitung bilden, gleich Null setzen und und. Jetzt kommt hier was raus. Die Trade-Dauer, wenn ich die ideale Profiteinstellung nehme, die gestaltet sich hier so. Okay, 2G durch A zum Quadrat. Was aber viel bemerkenswerter ist, wenn ich das jetzt oben einsetze, habe ich mein Target. Ich habe mein Target für meinen Trade. Und das Target für meinen Trade, wenn man das oben einsetzt, kommt hier genau G raus. Wow, da war ich selber hin. Überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, muss ja auch so sein. Aber egal. Das heißt, wenn wir unseren Take Profit genau so weit setzen, dass wir einmal unsere Gebühren, also Spread und Kommission verdient haben, haben wir hier unseren Profit maximiert. Das ist schon mal eine coole Antwort. Das heißt, ich habe jetzt hier den Take Profit berechnet. Und es ist in der Tat so, den Take Profit legen wir gerade mal auf einmal Gebühren. Wohlgemerkt, dass der Trade ist trotzdem natürlich instantan erstmal im Minus. Ich warte jetzt natürlich nicht, bis der Trade gerade mal null ist. Nee, nee. Der Trade muss jetzt genau einmal die Gebühren verdienen. Dann hätte ich mit dieser ganzen Logik und auch der Abfolge meiner Trades meinen Profit maximiert. Und ich kann übrigens auch ausrechnen, wie hoch der Profit pro Tag dann ist. Das steht dann hier unten auch nochmal. Das war jetzt aber irgendwo auch cool, weil ich habe noch nie einen Take-Profit mit einer mathematischen Formel in dem Sinne ausgerechnet. Also nur mit erster Ableitung gleich 0 und und. Wir hatten nochmal gerade gefragt zur Ableitung. Die Ableitung, genau, ist die Steigung der Funktion. Und das ist die erste Ableitung. Und wenn man ein Maximum in einer Funktion sucht, nochmal der Hinweis, dann ist ja ein Maximum zeichnet sich ja in einer Funktion immer dadurch aus, dass genau da die Steigung 0 ist. Und deswegen muss man die erste Ableitung gleich 0 setzen. Genau. Okay. So. Das haben wir gemacht. Take Profit berechnet. Super. Erste Aktion gelaufen. Und es ist genau einmal die Gebühren. Gucken wir uns das mal eben an für schon mal eine erste Tabelle. Das war das sozusagen eingeloggt haben. Also, ich habe hier eine Tabelle schon mal vorbereitet mit den ganzen Währungspaaren. Gelb ist nachher schon mal das markiert, was nachher die Highlights sind, also die am besten funktionieren sollen. Ich habe hier die Spreads daneben geschrieben. Naja, dann wo der typische Preis ist und so weiter. Habe dann hier schon mal Sachen einfach umgerechnet. Also, ich habe den Spread für einen 0,02 Lot Trade schon mal in Euro umgerechnet für jedes dieser Währungspaare. Naja, dann muss ich natürlich noch die Kommission bezahlen. Und dann habe ich hier schließlich und endlich, also nur der DAX, der ist anders, weil beim DAX ist A die Kommission anders zu berechnen und beim DAX kann ich nicht irgendwie 0,02 Lot handeln, also das ist meine kleinste Einheit, 0,1 Lot. So, wenn ich das alles weiß, dann kenne ich schon mal mein Target. Mein Target für jeden dieser einzelnen Trades. Und ihr seht, die Targets sind nachher ziemlich klein. Für 0,02 Lot Trades, außer für den DAX, das ist dann 0,1 Lot Trade. Dann machen wir glatt nachher Trades, die haben einen Take Profit von schlappen 19 Cent. Wow. Aber wir wissen, dass wenn wir den so schnell erreichen, machen wir halt viele Trades und damit optimieren wir halt in der Gesamtheit unseren Gewinn. Target haben wir. Jetzt müssen wir uns eigentlich noch um die Trades kümmern, die in den Verlust laufen. Also, wir gehen ja immer die Trades simultan Long und Short ein. Und naja, eine Richtung läuft halt jetzt leider erstmal in den Verlust. Okay, wie gehen wir da vor? Wir kaufen den Verlust nach. Klingt immer gefährlich, wenn man aber trotzdem einen Stop-Loss hat, ist es erlaubt. Aber nur bitte dann. Sonst wird's, also wir müssen dafür ein Limit haben. Sonst
führt es zwangsläufig irgendwann mal auch zum Ruin. Also wir kaufen im Verlust nach. Die Frage ist nur, wo? Man kann irgendwas anfangen, darüber auch so nachzudenken, wenn wir im Verlust nachkaufen. Kaufen wir sehr schnell nach, also schon bei kleinen Verlusten, wird unsere Positionsgröße in diese Richtung immer größer, und zwar ziemlich schnell, logischerweise. Wenn dann der Move wirklich länger in die falsche Richtung geht, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Das heißt, wir sollten vielleicht nicht zu schnell nachkaufen. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Also zu schnell nachkaufen ist falsch. Naja, zu langsam nachkaufen ist auch nicht so gut, weil dann kriegen wir den Trade nicht mehr gedreht und dann auch wieder ins Positiv gedreht. Genau. Ich muss gerade, warum ich hier wieder mal pausiere, liegt natürlich an den Kommentaren, die ihr schreibt. Collecting pennies in front of a bulldozer. Ja, so ist es. Das ist eine gute Bestimmung. Das macht tatsächlich die Strategie. Sie holt sich die kleinen Trades. Also nachkaufen tun wir, die Frage ist nur wo. Jetzt habe ich mir auch dafür einfach mal was überlegt. Ich sage, ich bin bereit, 1000 Euro zu riskieren. Also für diese ganze Nachkaufsequenz. Bin ich bereit. Aber ich will natürlich dafür jetzt ein Gefühl kriegen, wann muss ich nachkaufen? Und da habe ich mir einfach überlegt, naja, wenn mal der Kurs sich um schlappe 2% gegen mich bewegt, was schon recht viel ist, wir handeln hier auf kleinen Timeframes, dann will ich das noch überleben. Das sage ich mal einfach. Das will ich noch überleben. Es wird gerade gesagt, wir sind doch im deutschsprachigen Webinar wegen der Collecting Pennies in front of a Bulldozer. Ja, gut, aber ich habe es vorgelesen, wie es da stand. Gut, hat sicherlich jeder verstanden. Also wir sind bereit, 1000 Euro zu riskieren und wollen aber noch überleben, wenn sich mal der Preis um 2% bewegt. Das können wir leicht simulieren. Machen wir. Und zwar machen wir dazu einfach ein kleines Excel-Sheet. Und zwar, ich will euch kurz beschreiben, wie das gebaut ist. Ihr durchschaut die Logik gleich ganz in 0, nix. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe hier einfach so einen Preis gemacht. Also dieser Preis, es steht hier eigentlich 1. Denkt mal einfach, der Euro-US-Dollar würde gerade bei 1 stehen. Und der geht jetzt hier ganz, ganz langsam runter. In vielen, vielen, ganz vielen kleinen Schritten. Und es ist ja so, wir kaufen ursprünglich 0,2 Lot. Wir kriegen sofort unsere Kosten um die Ohren geschlagen. Das heißt, wir sind instantan im Minus. Ja, und jetzt läuft dieser dumme Trade, weil es ein Long Trade ist, natürlich auch noch gegen uns. Das heißt, wir kommen immer mehr Verluste. Unsere Verluste gehen hier hoch und hoch und hoch und hoch. Jetzt habe ich hier oben allerdings so einen Loss-Trigger eingebaut. Das heißt, wenn der erreicht ist, kaufe ich nach. Ich mache den mal ein bisschen kleiner. Ich mache den Loss-Trigger mal auf 2 Euro. Das heißt, wenn der Loss-Trigger, also wenn wir 2 Euro verloren haben, dann ist auch in diesem Excel-Sheet so, wo ist der 2 Euro Verlust? Da unten, dann wird nachgekauft. Also wir erhöhen. Wir kriegen neue Gebühren aufgebrummt. Unser Einstiegspreis verbilligt sich natürlich in Summe. Und jetzt sind wir mit der doppelten Lot-Size unterwegs. Irgendwann, Preis läuft ja die ganze Zeit hier stur gegen mich, kaufe ich natürlich wieder nach. Und wieder meine 0,02 Lot obendrauf. Jetzt springe ich wieder nach oben, weil da wird es interessanter, wenn wir auf die Grafik gucken. Naja, und dann sehen wir hier, dass wenn jetzt tatsächlich der Kurs 2% sukzessive hier gegen mich laufen würde, dann hätte ich schon ein Minus von 30.000 Euro. Ups. Also wir sollten vielleicht nicht ganz so schnell nachkaufen. Verlangsamen wir das, dann wird es angenehmer. Naja, und jetzt habe ich einfach gesagt, wie war meine Aussage? Wenn ich 2% soll der Kurs sich bewegen können und dann will ich nicht mehr als 1000 Euro verlieren. Dann müssen wir also hier den Nachkauflevel noch ein bisschen woanders setzen. Und jetzt wird es langsam, jetzt sind wir ungefähr da. Knappe 8 Euro wäre der Nachkauflevel. Dann kann ich hier nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Und selbst wenn der Preis mal 2% gegen mich läuft, überlebe ich's. Also, mein Risiko ist ja hier bei 1000 Euro. Der eine oder andere mag sagen,
Okay, natürlich kann das Ganze noch ein bisschen schneller laufen. Ich habe den hier ganz langsam bewegt, den Preis, und sodass ich immer überall genau noch reinkomme mit Nachkaufen und. Kann dann passieren, dann läuft das real ein bisschen anders. Mir geht es nur um eins. Ich will jetzt für verschiedene Kosten meines Trades, weil wir haben ja gesehen, wir haben ja unterschiedliche Spreads und unterschiedliche Kommissionen, wenn wir noch den DAX betrachten und. Das heißt, wir könnten ja auch mal auf einem anderen Kostenlevel sein. Dann brauchen wir vielleicht leicht unterschiedliche Nachkauflevel. Die sind allerdings übrigens immer nahezu gleich. Habe ich dann gemacht. So habe ich mein Nachkauflevel hier ebenfalls mit reingesetzt. Super. Also, Nachkauflevel bestimmt in einer Art und Weise, dass wir auch 2% gegen uns laufen können. Haben wir dann ebenfalls eingetragen. Und ihr seht die Zahlen gleich auch hier. Die stehen hier hinten. Loss for Increase. Und ihr seht, das war auch für unterschiedliche Kosten. Die Nachkauflevel sind alle ist ziemlich ähnlich. Jetzt seht ihr allerdings hier noch was. Also Nachkauflevel beantwortet. Haben wir. Wir wissen, wann wir nachkaufen. Naja, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, und welche Underlyings lassen sich jetzt hier besonders gut traden? Gehen wir nochmal auf unsere Formel. Kurz nochmal die Formel hier gezeigt. Der Profit pro Tag wird dann gut, oh, das kann man jetzt wirklich hier, jetzt hier unten in der Ecke. Der Profit pro Tag wird dann besonders gut, wenn unser Vorfaktor, hier steht a Quadrat durch g, wenn der Vorfaktor vor dieser Kursbewegung besonders groß ist und die Gebühren besonders klein sind. Dass die Gebühren besonders, also eigentlich entspricht das genau unserer Erwartung. Wenn die Gebühren sehr schön klein sind, dann ist die Strategie gut profitabel und sie ist dann auch insbesondere gut profitabel, ja, wenn wir ein Underlying haben, was sich schnell bewegt, weil je größer dieses A ist, umso schneller bewegt sich das Ding. Also müssen wir unsere A's kennen von unseren Kursverläufen. Na, nichts ist leichter als das. Auch das mal kurz gezeigt. Wir erwarten ein Wurzel-T-Verhalten. War gut. Und wenn man ein Wurzel-T-Verhalten erwartet, dann macht man einfach Folgendes. Dann quadriert man einfach hier diese Prozent-Changes. Habe ich hier gemacht. Die quadriert man und trägt es dann wieder auf. Ihr seht die Grafik hier. Jetzt werden das nämlich Geraden. Und alles, was wir brauchen, ist die Steigung dieser Geraden. Diese Steigung dieser Geraden ist genau das A. Das A, was uns fehlte. Und schwupps, haben wir das auch da. Das heißt, wir können unser A, also diese, wer geht besonders schnell, unter Berücksichtigung von Exchange Rate und alles berechnen, habe ich dann hier gemacht. Ich habe einfach hier Slope, die Steigung dieser Geraden bestimmt. Und in Wahrheit muss man hier auch noch den Wechselkurs immer mit berücksichtigen, um das Ganze in Trading Conditions sozusagen umzuwandeln. Und ja, damit haben wir unser A und naja, ab in die Formel. Und dann sieht man hier, ich habe es dann gleich schon gemacht, da steht dann a Quadrat durch g. Und deswegen sind die auch so sortiert, wie sie hier sortiert sind. Wer lässt sich besonders gut traden? Am allerbesten der DAX. Gefolgt vom Gold. Gefolgt von Neuseeland-Dollar, japanischer Yen. Und ihr seht, wie die Liste hier weitergeht. Wow. Haben wir bisher schon einen Backtest gemacht? Irgendwas? Nö. Wir haben alles nur gerechnet. Und was mich wirklich freut ist, ich habe nur genau einen von euch bisher verloren. Also scheint dann doch auch noch ein gewisses Interesse zu sein, weil, also freut mich wirklich, weil es ist halt heute ein bisschen nackig irgendwie. Noch gar kein Chart, noch, doch einmal hatte ich einen Chart. Gleich kommen auch nochmal Charts. Gleich kommt die Strategie nochmal in Anwendung. Und wir haben alles berechnet. Wir haben mal rausgekriegt, wo setzen wir unseren Take Profit hin? Ja, genau auf die Gebühren des jeweiligen Underlyings. Dann kriegen wir in Summe am meisten Trades und damit auch besonders viele Gewinne. Welche Underlyings sind besonders interessant? Na, die, wo halt dieses A Quadrat durch G, also wo die, das A steht stellvertretend für die, die schnell laufen, also die die Kursbewegungen, also die möglichst viel Kursbewegung innerhalb kürzester Zeit machen. Und da ist immer der DAX ganz vorne. Der macht tatsächlich die größten Kurzbewegungen. Und das Gute ist, der DAX ist auch gebührenmäßig auch noch
verdammt klein. Also der DAX hat wirklich extrem kleine Gebühren bezogen auf seinen Wert und Punktwertigkeit und alles. Also hat einen kleinen Spread, eine kleine Commission und ist deswegen so gut. Das Gold direkt da vorne noch in der Liste ist, war jetzt wirklich entgegen meiner Erwartungen. Dass dann wiederum die ganzen Yens kommen, das hatte ich auf dem Radar, weil die nun mal sozusagen viel und schnell sich bewegen. Gut. Ich muss euch mal eben einen Kommentar vorlesen von jemandem. Hier, wir starten ein Crowdfunding und starten einen Broker mit einer optimalen Gebührenstruktur für Kunden mit genau dieser Strategie und uns als Broker. Also Frage, wer macht mit? Stellt A die Steigung dar? Ja, die Steigung des Anstiegs, wenn man es entsprechend aufträgt. Gut. Der Backtest steht doch immanent in den Rohdaten und deren Bewertung. Damit erübrigt sich ein Backtest. Jein. Also die Rohdaten sind natürlich drin im Sinne von, daraus habe ich die Bewegung abgeleitet. Also welches Underlying bewegt sich schnell. Aber Trade an sich, naja, habe ich irgendwie nicht gemacht, wie bei einem eigentlichen Backtest. So, damit haben wir unsere Hitliste hier, wen man am besten traden sollte und dann sofort auch sozusagen mit welchen Parametern. Target ist dann unser Take Profit. Dieser Loss Increase hier, das ist immer meine Sprache für, na, bei wie viel Minus kaufe ich nach? Also wann wird es Zeit, meine Position wieder zu erhöhen? Gut. DAX ist drin, DAU habe ich nicht drin. Also einfach nur, weil ich da keine Kursdaten zu habe. Ich glaube, S&P 500 könnte ich noch machen. Okay. Nochmal zum A. Wie habe ich das A bestimmt, werde ich nochmal genauer gefragt. Also, kurz gezeigt, wir wissen die Bewegung. Fangen wir hier nochmal an. Wir haben zunächst mal, wir wissen, wie der Kursverlauf typischerweise aussieht für jedes einzelne Underlying. Die Formel, mit der ich jetzt diese Kurve beschreibe, ist A mal Wurzel T. Warum? Na, weil es einfach auch so rauskommt. Also deswegen nehme ich das. Und dieses A ist dieser Vorfaktor, das, was hier vorne diese Zahl ist. Um dieses A aber wiederum zu bestimmen, macht man einen mathematischen Trick. Man nimmt die Daten, die ja wurzelförmig sind, und quadriert sie. Damit überführt man das Wurzelförmige in etwas Lineares. Und diese Gleichung hier ist ja a mal x, also sowas wie a mal x, genau genommen. Und jetzt ist das einfach die Steigung. Und diese Steigung ist genau das a, was sich hier auch dann vorher entsprechend bestimmt hat. Gut. In wie vielen Tagen ist man bei 1000 Euro Startkapital Millionär? In geht nicht. Wir müssen, ich habe hier gesagt, ich muss auch mal einen Loss von 1000 Euro verkraften. Also müssen wir das Konto noch ein bisschen größer machen. Und jetzt wird genau gefragt, wie viele Punkte im DAX ist denn jetzt der Take Profit? Ich beantworte die Frage nochmal anders, weil ich es wirklich ganz abstrakt, nicht abstrakt, Entschuldige, nicht genau umgekehrt. Also, ich eröffne einen Trade mit 0,1 Lot im DAX. Take Profit. 12 Cent. That's it. 12 Cent ist mein Take Profit für jeden DAX-Trade. Klingt wahnsinnig wenig. 12 Cent. Hier stehen auch jeweils die Take Profits in Euro dran. Also, und ihr wisst natürlich hier, 12 Cent wären dann bei einem 0,1 Lot-Trade wären das 1,2 Punkte, um das mal gleich in Punkten auch auszudrücken. Entschuldige, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Also, weil bei JFD ist 1 Euro ein Punkt. Wir haben jetzt alle Zahlen. Wir müssen mal nachkaufen, wo wir einen Take Profit hinsetzen. Jetzt gucken wir uns das nochmal live an. Wir gehen mal ins Konto. So. Ihr erinnert euch? Das Bild heute Morgen, 10:12 Uhr, da stand das Konto bei 100.800. 42, hat also seitdem 41 Euro dazu verdient.
Gucken wir mal erst sozusagen das Big Picture. Ihr seht, handel ich einen Haufen dieser Underlyings und wir sehen auch, dass für die meisten, ihr seht hier immer die Summe der offenen Trades. Das ist hier besonders interessant. Wenn dann zum Beispiel der DAX hier gerade als Summe eine Null hat, dann liegt es in den meisten Fällen daran, dass wir gerade genau einen Long und einen Short Trade aufhaben. Ich ziehe den mal eben hier rüber, weil dann gucken wir uns den DAX hier genau mal an. Dann sieht man auch, wo da noch die Trades gerade sind. Die sind natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet nicht mehr alle dann simultan geöffnet. Also ich zoome hier mal eben rein, sondern wir haben hier die letzte Long Trade-Eröffnung war hier oben. Den Take-Profit haben wir nicht erwischt. Und wir hatten die letzte Short-Trade-Eröffnung hier unten. Da waren wir allerdings auch noch nicht am Take-Profit. Deswegen, wir haben jetzt hier im Moment einen Long- und Short-Trade auf. Und dass die jetzt so weit auseinander liegt, liegt daran, dass jede Sequenz für sich separat betrachtet wird. Natürlich war es mal irgendwann nötig, hier einen Haufen nachzukaufen. Und dann kriegen wir hier auch solche ganzen, naja, Sequenzen von Trades. Aber das kann halt sein. Die meisten, die wir haben, sind im Moment nahezu neutral. Wir haben einen großen Abweichler aktuell, das ist gerade Gold. Deswegen ziehe ich auch nochmal eben hier rüber und ein bisschen größer, damit man sieht, was da denn los war und warum Gold im Moment in eine Richtung so stark positioniert ist. Naja, ihr seht es an der Historie. Gold ist hier für einige Zeit mal ganz schön nach Süden gelaufen, und zwar recht heftig. Dann sind hier auch meine einzelnen Short Trades, die ihr hier seht, die grünen Linien, die alle hier so ein Stückchen nach unten gehen, die sind auch alle prima in Take Profit gelaufen und das auch in der Tat recht schnell. Dumm nur für den Long Trade, der wo mal irgendwo gestartet ist, wo sehe ich gar nicht mehr. Wir mussten dann schon ziemlich häufig nachkaufen und ihr seht, wie die Sequenz sich hier gestaltet hat. Naja, aber das Nachkaufen hat sich gelohnt. Mittlerweile liegt der Take Profit für die ganzen Nachgekauften da oben. Da müssen wir natürlich erstmal wieder hinkommen. Aber das ist ja nicht unmöglich, dass wir auch da wieder hinkommen. Und so hangelt sich hier die Strategie durch die verschiedenen Underlyings. Dass wir dieses Nachkaufen brauchen, ja, und auch manchmal hier mal ein bisschen ausschöpfen müssen und wir dann ziemlich verrückte Trade-Sequenzen in Summe kriegen, gebe ich natürlich gerne gewonnen. Aber in Summe zieht sich das dann doch wieder mit kurzen Abweichungen relativ neutral hier durch die Gegend. Wir machen noch mal, also ich mache mal noch irgendeinen mal eben hier groß, nehmen wir mal den, dann sieht man mal, wie das hier so aussehen kann von den ganzen Trade-Sequenzen. Das ist alles ziemlich verrückt. Ich lasse das Ganze hier übrigens auf M1-Basis laufen. Das heißt, ich reagiere schon auch immer ziemlich schnell. Ich reagiere immer nur zum Close-Kurs. Dazwischen mache ich gar nichts. Also ich warte mal die 1 Minute genau ab. Und dann frage ich, muss ich nachkaufen für die eine Trade-Sequenz? Wenn ja, tue ich es und passe Stop-Loss und so weiter an. Und so gestaltet sich jetzt diese Strategie. Und Take Profit war rein mathematisch und Nachkauflevel ebenfalls rein mathematisch abgeleitet. Also, so habe ich vorher noch nie eine Strategie betrieben. Wenn wir jetzt mal gucken, wo entstehen denn die Gewinne, machen wir auch das mal eben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welches ist denn der richtige. No, das ist der hier. Das ist der richtige. Ich aktualisiere ihn nochmal eben. Also da sind unsere 878 Euro, die jetzt dann schon 883 Euro sind. Und das Ganze in den letzten 14 Tagen. Wenn ich jetzt sage, wer macht denn hier die Profite? Na, dann gucken wir mal auf die 14 Tage. Die sind natürlich jetzt noch nicht genau entsprechend unserer Statistik. Aber also jetzt entsprechend unserer Statistik ist es noch sozusagen zu kurz die Zeit, um dass das wie die letzte 14 Jahre Statistik genauso läuft. Aber man kann schon mal Sachen erahnen. Ich hatte mal zwischendurch noch ein paar andere Underlyings, die ich dann gestoppt habe. Das sind so die Schlappen hier unten.
Wer hat die meisten Profite erzeugt? Gold. War auf Nummer 2 in meiner Liste. Trotzdem nicht schlecht. Kommt ganz gut hin. Hier die zweitmeisten Profite: britisches Pfund, japanischer Yen. Drittmeisten DAX. Okay, ist noch nicht genau die Sortierung, wie ich sie erwartet hätte. Oh, vielleicht ist das einfach nur eine Frage der Zeit. Und wir müssen einfach noch mal ein bisschen warten. Gut. Wie ist denn der Take Profit bei Nachkäufen? Um mal hier noch ein paar Fragen kurz einzugehen. Der Take Profit ist sozusagen immer der gleiche. Wie meine ich das? Wir haben 0,02 Lot von irgendwas gekauft. Long. Haben unseren Take Profit entsprechend der Tabelle meinetwegen auf 20 Cent entfernt gesetzt. Dumm. Kurs läuft nach Süden. Wir kaufen beim Nachkauflevel, wenn die erste Position, also so diese grob 7,70 € da im Minus ist, kaufen wir nach. Jetzt wird der Take Profit für die gesamte Long-Position, die ja jetzt 0,04 Leute ist, so gesetzt, dass wenn der Kurs an einer Stelle ist, dass wir unsere 20 Cent, wenn das der Take Profit Level war, erreicht, wird der Trade geschlossen. Das heißt, das gilt immer für die Gesamtposition. Auf dahin wird sozusagen der Take Profit gelegt. Okay, wird denn der Trade-Verlauf der Nachkäufe durch die Blockformel überhaupt abgedeckt? Ja. Das, so wie ich es im Excel-Sheet gezeigt habe, wird das nachgelegt. Läuft man hier nicht Gefahr in einen Margin Call? Naja, also ich würde, wie gesagt, das Konto nicht mit 1000 Euro anfangen. Gucken wir nochmal kurz ins Konto und fragen mal aktuell, wie viel Marge belege ich denn? Okay, aktuell belege ich an Marge mit diesen Trades 1647 Euro. Also vom Margin Call bin ich weit entfernt und werde ja auch nicht hinkommen, weil trotz Nachkäufen würde bei mir im Zweifelsfall vorher der Stop-Loss greifen. Das Schöne ist, gehen wir mal pessimistisch an die Strategie. Ich trade jetzt seit 14 Tagen, noch ein, zwei Tage, dann könnte ich mir leisten, sozusagen das erste Mal in so einen Stop-Loss von 1000 Euro zu laufen. Das will ich natürlich nicht, ist klar. Aber in noch zwei, drei Tagen habe ich die ersten 1000 Euro hier verdient. Wäre das zumindest möglich, und ich würde praktisch noch auf Break-Even oder dann noch meinetwegen fast im Gewinn bleiben. Also ist dann schon möglich. Zugegeben, wenn man das hier komplett betreiben will, macht man es natürlich per Expert Advisor, so wie ich das schon gemacht habe. Gibt's, also habe ich zu, ja, ziemlich einfache Antwort, ja, er läuft hier. Also übrigens immer dank Peter Müller, der genau diese EA schreibt. Und was ich hier eigentlich in Wahrheit sogar gemacht habe, der EA, der existierte schon seit ein paar Monaten. Allerdings nicht mit diesen Einstellungen, weil die Einstellungen, ja, wie sie entstanden sind, haben wir ja gerade in der letzten Stunde genau berechnet. Das heißt, ja, EA ist dafür da und er läuft genau hier auf diesem Konto. Ist das eine Martingal-Strategie? Nein, das ist keine Martingal. Dann würden wir im Nachkauf verdoppeln oder ähnliches. Machen wir aber hier nicht, sondern wir kaufen linear nach. Das heißt, damit ist es vom Typus der Strategien her eher das, was man eine Grid-Strategie nennt. Aber wohlgemerkt vom Typus. Die beiden gehen schon ineinander über. Und eine wirklich sozusagen wissenschaftlich haltbare Definition gibt es da auch nicht. Aber mir ist immer wichtig, ich gehe nicht verdoppelnd rein. Wenn der DAX 1,2 Punkte ist, er aber mindestens 0,5 Punkte Schrittweite hat. Nee, der hat keine 0,5 Punkte Schrittweite. Der DAX hat als Schrittweite 0,01. Also diese 0,5 sind natürlich richtig. Aber jetzt muss ich, jetzt komme ich gerade selber, ich will nichts Falsches sagen, deswegen
Gucken wir nochmal eben ganz genau in den DAX hinein. Und sorry, nein, der DAX hat hier bei JFD, läuft er in 0,25 Punkten Schritten, wenn ich das hier gerade richtig erkenne. Ja, in 0,25 Punkt Schritte, also nicht wie der F-DAX, sondern der würde in der Tat in 0,5 Punkt Schritten laufen, sondern der DAX läuft in 0,25 Punkt Schritten. Damit sind wir allerdings auch nah dran an unserer Take-Profit-Setzung. Das geht dann übrigens so, wenn der überschritten wird, dann greift er halt bei einem bisschen mehr. Aber korrekt, also genau 1,2 Punkte würden also nicht gehen, sondern dann 1,25 Punkte, die würden dann gehen. Also um da auch noch korrekt bleiben, zu bleiben. Nee, beim DAX, also nochmal, wer 0,1 bei meinen Trades 0,1 Lot handelt, ich lese gerade die nächste Frage, deswegen komme ich nochmal auf das Thema. Also 1,2 Punkte war die Entfernung für den Take Profit. Und wie wir jetzt gesehen haben, müssen wir eigentlich 1,25 Punkte dann besser schreiben. Was wir ja hier sehen, ist kein Future, deswegen auch die anderen Zahlen. JFD hat auch einen Cash-Index. Also der Cash ist das hier schon. Es gibt noch den für die Xetra-Handelszeiten. Da weiß ich allerdings jetzt gerade nicht, ob der anders gepunktet wird. Aber ist durchaus denkbar. Wow, jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Also, fassen wir mal zusammen, was wir hier eigentlich verrückte Sachen gemacht haben. Komplett andere Strategieentwicklung. Wir haben rein aus der Kursbewegung gegen die Zeit eine Trading-Strategie abgeleitet. Verrückt. Und also einfach dieses, wie weit läuft ein Kurs? Und diese Informationen brauchten wir einfach deshalb, weil wir berechnen konnten, wo man dann am besten den Take-Profit hinsetzt. Und dieser kleine Exkurs über meinen Zettel, den ich hier als Foto da auch in den Folien reingepackt habe, ja, der diente einfach nur, um den Nachkauflevel, also den nicht, Entschuldigung, nicht den Nachkauflevel, den Take-Profit für den Trade zu berechnen. Und ja, die Schulmathematik hat gereicht, um genau das hinzukriegen. Und dann braucht man eine zweite Sache. Wir mussten, wenn wir auf der falschen Seite unterwegs sind, natürlich nachkaufen hier für diese Art von Strategie. Und auch das konnten wir mathematisch erfassen. Dass ich das übrigens in einem Excel-Sheet gemacht habe, war nur Faulheit. Das hätte ich ebenfalls auch berechnen können. Wer genau geguckt hat, wie diese Verlustkurve aussah, die geht nämlich einfach quadratisch. Aber ich war zu faul, sie zu berechnen. Dafür hat dann die Zeit auf der Hängematte dann doch nicht gereicht. Deswegen habe ich das einfach in einem Excel-Sheet eben gemacht, was dann genauso möglich ist. Also einen echten Backtest haben wir nicht gemacht. Strategie läuft. Und das rein mathematisch, statistisch abgeleitet. Zugegeben, umsetzbar, wahrscheinlich nur mit dem ER. Ansonsten eher nicht. Aber ich fand das einfach mal als Mini-Projekt super interessant zu sagen. Jetzt machen wir mal was ohne Simulation, ohne Backtest und dann lassen wir es laufen. Und ich will nicht verleugnen, dass ich da quasi ein Risiko eingegangen bin. Ihr wisst, wann ich die Webinare ankündige und ihr habt gesehen, seit wann das Konto läuft, dass ich jetzt auch noch gleichzeitig hier zumindest ein 14-Tages-Ergebnis zeigen konnte, das dann auch entsprechend gut ist. Hat mich natürlich gefreut. Aber ich hatte einfach meiner Rechnung vertraut und ja. Von daher war es dann vielleicht nicht so großes Risiko. Ich kann ganz ehrlich sagen, das eigentliche Risiko ist hier, dass eine Bewegung zu lange in eine Richtung läuft. Aber dafür ist dann der Stop-Loss da. Und den haben wir hier auch sozusagen mit berücksichtigt. Genau, wenn man kleinere Konten dann traden will, würde man einfach bei weitem nicht so viele Underlyings traden. Genau richtig. Im Zweifelsfall erstmal sogar nur ein einzigen. Übrigens,
Erste Wahl wäre dann der DAX, zweite Wahl Gold. Gut, soweit. Oh mein Gott, ich musste durch viele Fragen noch durch. Man könnte eventuell noch den Swap noch einkalkulieren. Also da die Trades. Natürlich halte ich hier Trades auch overnight, also über die 11 Uhr Grenze abends hinaus. Das heißt, danach entstehen in der Tat Swap-Kosten. Die werden übrigens vom EA mit berücksichtigt und die müssen dann einfach mitverdient werden. In den ganzen Berechnungen haben wir die jetzt allerdings flissentlich vernachlässigt. Okay. Gut. Also, irgendjemand kauft sich jetzt auch eine Hängematte. Das ist lustig. Okay. Jetzt ist bei einigen kein Ton. Das scheint heute wirklich der Wurm drin gewesen zu sein. Naja, ich hoffe, man hört jetzt noch, dass ich mich verabschiede. Gut. Wo auch immer das jetzt dran lag, das ist ärgerlich. Der Sache muss ich natürlich auf den Grund gehen. Und ich hoffe, ich finde das auch noch raus. Also, ich glaube, Ton ist aus irgendeinem Grund jetzt komplett weg. Macht's mal gut. Bis dahin. Tschö. Ton weg?